Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Trainsim World 2. Ja, wie ihr seht, gab es heute ein Update. Der Creators Club ist nicht verfügbar und ansonsten haben wir wohl neue Werbeanzeigen. Ich habe ein paar Strecken dazu bekommen. Oder hinzubekommen, weil ich mir jetzt beim aktuellen ja, Sale Steam ein bisschen gegönnt habe. Deswegen haben wir jetzt die beiden Strecken hinzubekommen, plus eventuell auch noch ein paar Fahrzeuge. Dazu werden dann auch noch Folgen wie Training, Szenarien und so weiter folgen auf Dauer. So. Gut, was haben wir denn noch? Die 112. Habe ich keinen Plan von, bin ich noch nicht gefahren. Die 182. MRCE. Bin ich eigentlich nicht gefahren. Beziehungsweise nur in Rot, ne? Genau. In Rot kennen wir sie, aber noch nicht in Schwatt. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Intercity-Fahrt. Auf welcher Strecke sind wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Intercity sind wir die letzten Mal jetzt aber schon sehr oft gefahren. Hamburg-Lübeck. Was haben wir denn noch im Angebot? Fahren wir heute Hamburg? Oder München-Augsburg? Ich glaube, wir fahren zwangsläufig München-Augsburg und machen da jetzt wohl die Einführung oder so. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt startet. Wir werden es sehen. Eigentlich wollte ich das erst später machen. Eigentlich wollte ich das eher zu den normalen Projektfolgen machen, die immer so anstehen. Wird auch so sein. Aber gut. Ich bin mal gespannt. Dann ziehen wir das jetzt mal auf. Morgen, also sprich Freitag vor. Ja, dann kommt eh noch die Einführung zu den Fahrzeugen, die jetzt auf. Was ist das? München-Augsburg. Machen wir das zuerst. München-Augsburg, willkommen auf der Hauptstrecke. Genau. War jetzt nicht geplant, aber ist halt so, wie das ist. Willkommen bei Train Sim World 2, der lebensechten und äußerst detaillierten Zugsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Drücken Sie E, um zu beginnen. Tun wir das doch. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Yay, außer man hat's Man muss stetig deaktiviert. auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Jo, ist ja klar. Typische Einleitung. Eigentlich sollte hier auch echte Reklame jetzt angezeigt werden, aber ist okay. Ach, ich muss noch. Okay, machen wir es so. Ja, sehr schön. Haben wir noch einen? Nein, möchte ich nicht. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Ja, gut, das kriegen wir wohl so gerade eben hin. Ist das jetzt euer Ernst? Muss ich jetzt hier echt durch den halben Bahnhof rennen? Ich meine, ist schön. Ich frage mich gerade, in welchem wir überhaupt sind. Aber ist okay. Dies Ja, ist gut. eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Ja, ist ja okay. So, fangen Sie zum Bahnsteig. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich jetzt hier hin. Hier steht noch nicht mal ein Zug angeschlagen. Was soll ich hier? Als wenn jetzt aus dem nächsten Zug kommt. Der nächste Zug wird in Kürze einfahren. Schön, dass du mir das so anzeigst. Ja. Finanzielle Dienstleistungen von gestern. Ja. Da kommt da der ICE3 mit dem grünen Stecker. Ja. Ja, ich würde sagen, unter der Voraussetzung machen wir gleich auch direkt die Einführung. Wenn halt jetzt nicht zu viel gedönst wird. Ja. Die machen wir und die Szenarien werden dann trotzdem erst in ein, zwei Monaten folgen.
bei den typischen Donnerstagsfolgen. Ja. Deutschlands schnellster Klimaschützer. Alles klar. So, betreten Sie den Führerstand. Das kriegen wir wohl noch hin. Wir rennen mal durch den Zug. Um zu gucken, ob da Unterschiede gibt zum anderen. Nö, wir laufen immer noch über Gras. Hier ist kein Licht an. Das fällt mir jetzt gerade auf. Bordrestaurant. Ja. Auch geschlossen. Also wirklich ein Unterschied ist es nicht. Ich meine, es ist ja auch der gleiche Zug eigentlich. Was steht denn da? München, Pasing, Augsburg, Günzburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt. Ja. So. Dann rennen wir noch die 50 Meter nach vorne. Habt auch mal direkt den IC3 von innen gesehen, mal wieder. Oder je nachdem, vielleicht auch nicht zum mal wieder. Ja, setzen sich auf einen beliebigen Sitz hin. Ja, wer hat eigentlich diese Aufteilung gemacht? Die ist voll dämlich. Schön vor der Wand. Da wollen wir natürlich auch alle sitzen. Hier kann man was sehen. So. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. So, dann drücken wir mal Escape. Einstellung, nein. Hat, ist klar. Tastenbedienung ist klar. Karte. Wahrscheinlich meint er den Ablauf. Spiel pausieren. Folgen Sie die Markierung zur Personaltür. Öffnen Sie die Personaltür und gehen Sie hinein. Schieben Sie den Hebel nach vorne, um loszufahren. Alles klar. Dann gehen wir nach vorne. So. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Das tun wir doch gern. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch einen beweglichen Balken angezeigt. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Irgendwas ist hier falsch. Machen wir mal E. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Das tut mir jetzt... Ah, okay. So, dann gehen wir hier durch. Ich meine, also der rote Kringel hier unten, wo die 0 steht, über 0 km/h. Das war das Ding, was er zuerst meinte. Dann meinte der jetzt was anderes. Und jetzt könnt ihr das einfach sehen. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Also gehen wir nochmal die HUD durch. Ich fahre ja immer ohne. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Die könnt ihr auch hier sehen, ne? Unter anderem hier. Da habt ihr noch eine Anzeige, mal abgleichen. Da stehen jetzt 4,5 Bar. Das ist dann in dem Fall BP. Ich gehe davon aus, ne, das ist Strom. Ja, und dann habt ihr die mit 0 Bar oder 0,9. Das ist dann der rechte von den beiden Dingern. Und irgendwo wird auch noch das andere Ding sein. So, mit Steuerung 5 deaktivieren, aktivieren. So, mit Steuerung 1 seht ihr jetzt nicht. Steuerung 2 habt ihr da hinten die 81 km/h. Steuerung 3 Signale, wann das Ding, das nächste Signal kommt und welche Form es hat. 4 seht ihr oben das nächste Signal. Wird irgendwann auch noch kommen. 130 km/h. Nochmal mit Steuerung 4. Also, ihr habt als erstes dann oben das Signal stehen, mit der, was dann welche Farbe zeigt, und darunter halt, welche km/h-Beschränkung als nächstes kommen wird. Mit Steuerung 4 macht ihr die Dinge auch wieder weg. Steuerung 5, wie gesagt, Tacho. Lassen wir jetzt erstmal offen. Steuerung 8, habt ihr die Punkte, euren Punktestand. Ja. Keine Ahnung. Ist Steuerung 7. Mit Steuerung 8 ist auch keine Ahnung. Wir machen mal einfach alles an. So, den zweimal, genau. Ja, die beiden brauchen wir nicht, den brauchen wir aber schon. So. Also ist gar nicht darauf vorbereitet gewesen. Und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige.
Diese zeigen an, was sich nähert. Und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Wie gesagt, also wenn... können in den Einstellungen ausgeschaltet werden, wenn sie eine größere Herausforderung möchten. Genau, wie ich das schon sagte. Also könnt ihr mit Steuerung 1 bis 8, könnt ihr euch durchklicken, könnt ihr die ganzen Sachen quasi rausnehmen. Oder alternativ F1, dann ist alles weg. Das Problem ist, oben links, das wird euch jetzt gerade nicht angezeigt, steht sonst der nächste Bahnhof plus die Entfernung zum Bahnhof. Die ist dann mit der F1-Taste auch weg. Dann ist es wirklich schwierig, gerade wenn man die Strecken nicht kennt. Und ohne F1, sondern nur mit den Steuerung 1, dann bleibt der Bahnhof nachher als einziges stehen. So, damit haben wir das Thema auch durch. Wir drücken jetzt mal E. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. So, wir machen mal alles aus, außer die erste Anzeige. Genau. Ich glaube, das müsste jetzt auch alles weg sein. So, den kann man... Achso, jetzt habe ich irgendwo den Cursor ausgemacht, ne? Genau, da ist er. Den macht man mit Steuerung 8. So, damit ihr seht, wo ich hindrücke. Also, mit A kann man den auch hochziehen. Genau. So, und dann müsste halt losgehen. Wichtig ist, was wir jetzt aber auch machen müssen. Ach, ich habe jetzt gar keine Rechte hier. Okay. München Hauptbahnhof ist das südliche Ende eines Hochgeschwindigkeitsstreckennetzes, das schnelle und effiziente Reisen durch ganz Deutschland ermöglicht. Ja. Warum fertig ist es jetzt nicht? Dieser Zug verfügt über 8 Wagen. Jeder davon hat Fahrmotoren zwischen den Achsen, um einen einfacheren, schnelleren und effektiveren Betrieb zu gewährleisten. Schön. Eigentlich müsste er doch langsam mal losfahren. Da ich hier auch keine Rechte habe, kann ich hier nichts andrücken, ne? Ne. Ich kann nur den Leistungsregler. Aber er gibt mir keine Leistung. Scheint ja hervorragend zu klappen, ja. Guck nochmal eben. Ablauf. Ja. Um loszufahren. Er fährt aber nicht los. Also eigentlich müsste die Kiste jetzt losfahren. Ich bedanke mich dabei. Tut er nicht. Bremse ist... Okay, die lösen wir nochmal. Ne, an der Bremse lag es nicht. Interessant ist auch, dass ich sie mit Tasten aber trotzdem bedienen kann. Nur eben nicht von Hand. Ist das jetzt hier schon der erste Bug? Na, läuft. Vorwärts. Haben wir denn noch? So, der ist aus. Der ist aus. AFB. Würde ich euch gerne erklären. Kann ich aber gerade nicht. So, SIFA brauchen wir erstmal nicht drauf eingehen. So. Schieben Sie den Hebel nach vorn. Ja. Habe ich. Man soll vielleicht die Türen zu machen. Hat das Spiel nicht erklärt. Das war das Problem. Wieso waren die Türen überhaupt offen? Haben die halt echt vergessen hier. Und jetzt müsste der fahren. Genau. Wie soll wir fahren? Also mit Y könnt ihr die Türen auf der linken Seite öffnen und schließen. Mit U auf der rechten Seite. Nur so eben am Rande. Ja. Also ansonsten gibt es sie hier auch per Taste, aber kann man nicht anwählen momentan, weil das ein Tutorial ist und das nicht möchte. Interessanter wird das Ganze. Okay, wir sollten den vielleicht eingeschaltet lassen. So, kann ich eigentlich dann rumspielen? Nö, kann ich auch nicht. Gut. SIFA und so weiter, auch noch so Spielereien. Das erkläre ich euch noch ein andermal. Vielleicht noch im Verlauf dieses Videos. Ich weiß es nicht.
Aber gut zu wissen, dass es hier jetzt schon die ersten Fehler gibt. Zur Rechten sehen wir eine S-Bahn. Sehr schön. Train SimWorld 2 ermöglicht es Ihnen, aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während dieser Zug in Bewegung ist. Ja, nehmen wir die 3. Nutzen die Maus und die Pfeiltasten. Ja, also Kamerasteuerung mit Pfeiltasten, mit Maus hin und hoch und runter, dies, das, jenes. Und mit Shift ist man noch schneller irgendwie beispielsweise am Ende des Zuges angekommen. So, haben wir das auch. Sehr schön. Wir gehen wieder die... Boah, leer hier, ne? Also... Ja, die haben eine ICE-Waschanlage? Cool. Das ist cool. Mit einer Zugwaschanlage. Na, ist doch eine, oder? Okay, komme ich jetzt gerade nicht rein? Ja, ich denke schon. Sie haben hier so nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen in Bayern. Steigen Sie an Bord von internationalen und lokalen Zügen, die ein hochmodernes, mehrspuriges Streckennetzwerk befahren. Erreichen Sie bis zu 230 km/h unter Beachtung des LZB-Signalsystems. Halten Sie die reisende Zivilbevölkerung mit Hilfe der großräumigen BR-423-S-Bahnen in Bewegung. Schicker Express oder Massentransport. Sie sitzen auf dem Lokführersitz. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, Fahrradstationen zu installieren, Streckenausrüstung zu warten und beschädigte Notfalltelefone zu reparieren. Das ist die Hauptstrecke München-Augsburg. Alles klar. Das sind unsere Aufgaben. Und wir stehen jetzt... Ah, wir sind fertig. Das waren 13 Minuten meines Lebens sinnlos vergeudet, aber wir haben es geschafft. Und noch nicht mal eine Medaille bekommen. Danke. So, wir gehen jetzt mal direkt ins Hauptmenü. Dann machen wir heute die Trainings. Ganz spontan. Außer er schickt mich jetzt wieder ins komplette Hauptmenü. Aber wir machen... Ja doch, wir machen Trainings. Da haben wir auch nicht viel. Wir haben einmal den ICE 3 und einmal die Baureihe 423. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal beim ICE. Und spreche dann direkt mal noch so ein paar andere Punkte an, die gleich vielleicht ein bisschen wissenswert sind. Wenn sie nicht erwähnt werden. So wie Tastenknöpfe und bla und blub. Weil ich denke mal nicht, dass alles, was man so wissen will und muss, hier in diesem Tutorial gleich erwähnt werden wird. Deswegen mal schauen. Baureihe 403 ICE3 Einführung. Das Bild zeigt mir aber die 423. Okay. Nee, ist doch der richtige Zug. Willkommen beim Lokführertraining am Hauptbahnhof Augsburg. Heute lernen Sie, diesen BR-403 Hochgeschwindigkeitszug im Intercity Express Weiß zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Erster Fehler, die Fahrbahn ist nicht Intercity Express Weiß, sondern ist ein... Aber ich komme gerade gar nicht drauf. Ist auf jeden Fall ein Grau und kein Weiß. Aber warte mal, vielleicht fällt mir ja gleich wieder ein. Lichtgrau, so heißt das Ding, genau, Lichtgrau. Gut. Sie müssen die Türe öffnen, dann die Leiter hinaussteigen, die nicht vorhanden ist, ja. Während des Trainings sind einige interaktive Elemente gesperrt. Ja, habe ich vorhin schon gemerkt. Drücken Sie Escape, um das Pausemenü aufzurufen, sollten Sie etwas verpasst haben. Gut. Also wir gehen jetzt über die nicht vorhandene Leiter in den ICE rein. Sehr schön. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Alles klar, das kriegen wir hin. Luke schließen. Hinsetzen.
Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Ich habe alles offen. So, bevor wir jetzt den Richtungswender starten. Wie ihr gesehen habt, die Leute sind im Dunkeln. Kann ich hier mich auch hoffentlich wieder hinsetzen? Bitte funktioniert noch. Ja, er funktioniert noch. So, fangen wir mal an. Beleuchtung. Macht man hier in diesem Feld unter dem Reiter Beleuchtung. Dann einfach nur die Beleuchtung 1. Also man kann auch aussuchen, ob man, wenn man mehrere Triebzüge hintereinander gekoppelt hat, dann auch die, kann man mit hoch, runter, dann verschiedene Fahrzeuge anwählen. Aber wir nehmen den ganzen Zug. Beleuchtung 1 heißt an. Drücken hier auf die 5 und dann wieder aufs Grundbild. Stehen nochmal auf und der Zug leuchtet. Haben wir das. So, zweite Sache. PZB SIFA. Schaltet man in diesem Kasten an. SIFA ist der Totmann-Knopf. PZB und LZB sind die Sicherungsdinger für unsere Signale. Ja, kurz und knapp, Totmannsknopf, drückt mit Taste Q am PC oder mit anderen Worten eigentlich hier unten das Pedal, welches ich jetzt gerade nicht anwählen kann. Oder ist hier irgendwas anderes? Eigentlich ist da unten ein Pedal, Fußpedal, aber ist okay, wird mir nicht angezeigt. Aber dieses Pedal da unten, das kann man eigentlich treten. Damit macht man das. So, wenn ihr Signale habt, wie man, wer sie lesen kann und wer nicht, das müsst ihr selber rauskriegen. Auf jeden Fall, man tastet unterschiedlich hoch. Mit Einfügen drückt ihr die Befehlstaste. Ne, das müsste entfernen sein. Ich habe die Tasten vertauscht, wa? Huch. Ah, huch. Entschuldigung, das war mein Fehler. Also, das ist dann entfernen, einfügen ist oben drüber. Okay, also mit der Entfernen-Taste über den Pfeiltasten habt ihr Befehl. Ende-Taste ist PZB freigeben. Und mit Bild die Bild runter die Wachsamkeitstaste. Braucht ihr beispielsweise, um Vorsignale zu quittieren. Ja, und für die PZP-SIFA-Geschichte müsst ihr euch reinlesen, googeln. Ja, gut. So, wir sollen den Richtungswender auf vorwärts drehen, auf V. Kann man übrigens auch mit W und S hoch und runterschalten, also mit W nach oben. Stellen Sie die Außenbeleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Genau. Hier im Beleuchtungsregler kann man mit H, mit H setzen auf gedimmt, normal, gedimmte Fernlichter, normal Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, bevor Sie die Türen entriegeln. So, zurück zur Beleuchtung. Auf jeden Fall mit H kann man die hochschalten und mit Shift links und H kann man auch wieder runterschalten. Nur, dass man weiß, um beispielsweise Gegenverkehr nicht zu blenden oder man schiebt die halt einfach von Hand hoch. Na, ist klar. So, dann haben wir... Ich soll jetzt rausgucken, ich kann die Luke aber nicht aufmachen, von daher fällt der Punkt flach. Wahrscheinlich kann ich trotzdem mit Pfeiltasten rausgucken. Kann ich... Ja. Sehe ja dann so aus. Ja. Gut, wir sind hier. Drücken Sie rechte Fahrgasttüren öffnen, schließen. Wie gesagt, rechte Seite kann man die Türen mit U öffnen, linke Seite mit Y. Alternativ den nach auf die passende Position ziehen. Die Tastenbelegung gilt übrigens bei allen Fahrzeugen anscheinend und nicht nur jetzt hier auf den Zug bezogen, sondern ist wirklich bei allen. Ja. Die war so durchgehen und ansprechen. Gut, wir machen die Türen wieder zu. In dem Fall schließen Sie die Türen. So, in dem Fall drücke ich Taste U. Ich könnte ihn auch wieder über den Regler zurückziehen, so wie wir es gemacht haben. Im nächsten Punkt mache ich noch eben die AFB an. Dazu gleich mehr. Weil er jetzt noch was labern wird, deswegen. Für diese Einführung fahren Sie entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung München. Nach der Abfahrt lernen Sie, wie man das AFB-Kontrollsystem aktiviert. Okay, damit ist das Thema durch und das Kopf war allein.
Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. So, Bremsen. In dem Fall Zugbremse auf Notbremsung. Kann man natürlich hoch und runter ziehen. Es gibt zwei Arten von Bremsen bei anderen Fahrzeugen. In dem Fall jetzt nur die eine. Kann man auch lösen, statt hoch und runter zu ziehen, mit Ö und Ä. So. Ich kann es aber nicht an... Ja, okay, muss man gedrückt halten. Mit Punkt und Komma hat man noch eine elektrische Zugbremse, die der Kollege hier aber anscheinend nicht hat. Ja. So, Bremse ist gelöst. Gas geben kann man mit A und mit D kann man Gas wieder rausnehmen. Also sieht man ja so. Hoch, Minimum. Zack, wir lassen ihn auf 20%. So. Wenn die AFB ansprechen, sofort, dann gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Dann warten wir da eben drauf. So, jetzt geben wir ein bisschen Leistung drauf. Ist auf jeden Fall der. Mit AFB kann man quasi... Ja, ist ein Tempomat. So kann man es am ehesten ausdrücken. Also man stellt damit die Geschwindigkeit ein. Den kann man steuern mit R und F. Muss man auf... Ach. Ja, das war die eigene Doofheit. Es gibt nämlich als, wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Sicherungstechnik aktiviert. Seht ihr unten rechts auch blinken, das heißt, einfach mal durchklicken. Hätte ich aber darauf reagieren müssen. Beispielsweise Wechselblinken, seht ihr hier an der 85. Boah, ist ja gleich mal fertig mit Labern. So, jedenfalls eine 85, das soll wohl unser Wechselblinken bedeuten, ja. Muss man sich dann ab einem gewissen Tempo freischalten, ansonsten, sobald man über 40 km/h kommt, haut eine Zwangsbremsung rein, man darf den ganzen Fummel nochmal neu machen. Also Leistung auf 0 setzen und wieder Gas geben. In dem Fall drückt man einfach die Endetaste, also PZB frei. PZB-Tasten sind die drei hier übrigens. So, nur so am Rande. Über die beiden Dinger kann man Stromabnehmer heben, senken und den Strom zum Stromabnehmer ransetzen und lösen. Ich weiß, es ist viel, aber eigentlich müsst ihr euch nur merken, hier drüber Gas und darüber Bremse. So, dann haben wir das auch. Und mit SIFA, genau, ist halt der Totmann-Knopf, den muss man alle 30 Sekunden betätigen, ansonsten... Macht jetzt auch eine Zwangsbremsung. Gut. Wir sollen auf jeden Fall auf Tempo 80 beschleunigen. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran. Aber ist okay, wird schon klappen. So. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Gut, also wieder mit D auf 0 aus haben wir. Um das AFB-System einzuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Also der Konsort muss auf jeden Fall auf aus sein. Bewegen Sie den AFB-Hebel auf die angezeigte Geschwindigkeit und navigieren Sie dann zum entsprechenden Bildschirm auf der Multifunktionsanzeige. Okay, wir sind übrigens gerade PZB geführt, deswegen war Zurren. Ne, LZB, sorry, sieht man auch am Ü rechts im Display oder hier in dem leuchtenden Ü. So, AFB kann ich jetzt gerade nicht einfahren, da war ein Fehler. Man muss beim ICE erst hier Taste 9 AFB gehen, dann die Geschwindigkeit auswählen, wie hoch die AFB maximal sein soll. Also beispielsweise, V soll Freigabe anwählen. Achso, kann man in dem Fall hier unten. So, jetzt ist die aktiviert. Und jetzt zieht man die hoch. Eigentlich auf die Geschwindigkeit 140, da wir aber in dem LCP-Bereich sind, auch durchaus so hoch, wie wir wollen, regelt der automatisch. Schön, dass er mir jetzt hier rüber schickt. Ja, so, das haben wir. Gut. Sie können jetzt mit dem Leistungsregler die volle Leistung einstellen und das AFB-System wird den Zug mit der eingestellten Geschwindigkeit steuern.
gut. Also er hat hier leider verdreht gehabt. Ja. So, und dann gehen wir wieder Vollgas. Um die Geschwindigkeit des Zuges zu ändern, passen Sie einfach die Position des AFB-Hebels an. Genau. So, wir stehen jetzt noch auf, ich sag mal, Moment. So, hier sieht man, hat ja momentan stehen wir auf 150 km/h. Also eigentlich stehen wir so. Und wenn ich den runtersetze, also ich sag mal jetzt 80 oder 90, dann bremst er den Zug auch von alleine ab. Seht ihr? Und jetzt ist also wirklich wie ein Tempomat. Und wenn ich den jetzt wieder hochgehe, dann beschleunigt er den auch wieder. Dann macht er den auch wieder flotter. Ja, ganz simpel. Und wie gesagt, unter dem Punkt AFB kann man auch, ich sag mal beispielsweise, nehmen wir mal V10. Dann bremst er mir jetzt die Karre natürlich auf 10 km/h ab. Und wenn ich wieder auf V-Soll Freigabe, dann haut er mir den auf Vollgas. Also dann heißt, ich kann das Tempo auch festlegen bei dem Zug. Ja. So, unser nächster Halt ist übrigens Kissing. Keine Ahnung. Ich kenne mich hier auf der Strecke nicht aus. So. Deswegen, ideale Voraussetzung, ja, was so durchzusemmeln, aber okay, kann man machen. Ohne Streckenkenntnis. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die AFB gerade auf Vollgas habe, LZB aktiviert ist und wir auf einer LZB geführten Strecke unterwegs sind, das sieht man daran auch, im Gleis in der Mitte liegt so ein Kabel. Dann ist man meistens auf einer LZB-Strecke. Dann kann man einfach die AFB auf Vollgas setzen und der Zug reguliert von alleine die Höchstgeschwindigkeit, so wie jetzt gerade. Beispielsweise kriegen wir gleich ein rotes Signal irgendwann und der bremst den automatisch ab. Bleibt sogar, glaube ich, vom roten Signal automatisch stehen. Das kann ich aber nicht versprechen. Um das AFB-System auszuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. So, dann setzen wir den wieder auf 0. Haben wir. Wir müssen mal eben ins Grundbild. Gehen wieder auf AFB. Und dann AFB aus. Und wieder ins Grundbild, damit man hier wieder alles sieht. Und jetzt ist die AFB aus. Setzen den auf aus. Zug wie angezeigt zum Halten. Angezeigt zum Halten. So, in 1,6 Kilometern. Wir setzen den mal auf Stufe 1b. Ja, ne, da holt mir gleich eine Zwangse rein. Weil wir zu schnell sind. So, wir müssen auf jeden Fall unter die Pegel kommen. So. Dann ist gut. Okay, wir müssen sowieso stärker bremsen. Wir müssen sehr stark bremsen. So, wir sollen da stehen. Gut, wir sollen da halten. Boah, der hat aber eine gute Bremse. Aber die braucht er auch. Schön, dass hier kein Bahnsteig ist, kann gar nichts. So. Wir haben unser Ziel. Und dann haben wir die Notbremse. Aber war das Ziel treffsicher? Junge! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. So, das ist quasi alles, was ihr wissen müsst zum ICE 3. Ja. Oh, gab sogar eine Goldmedaille. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Waschfahrt, nee, das können wir beim nächsten Mal machen. Wir machen jetzt unsere Reise, die ist jetzt mal vor Ort. Und machen jetzt nochmal eben die Baureihe 423. Auch bekannt aus dem letzten DLC-Gedöns für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen im Journeys-Pack. Da ist die auch drin. Ja, auf Steuerung gehe ich jetzt nicht so nach ein. Wir gehen halt einfach mal durch. Das ist vom Prinzip her gleich in grün. Also, ein bisschen anders gesteuert. Ich glaube, der Zug hat auch keine AFB. Aber ansonsten sehr ähnlich. Ja. So.
Und das ist es. Richtung München Ost. Willkommen beim Lokführertraining hier in München Pasing. Heute lernen Sie, diesen BR-423 Elektrotriebzug in der verkehrsroten DB-Lackierung zu fahren. Ja. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Tun wir das doch. Also wieder hier rum. Okay, wir haben sogar hier eine Tür. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Genau. Also, wie gesagt, LZB hat er gar nicht. SIFA mache ich hier drüber. Der hat sogar LZB. Batterieschutz und PZB. Das sind auf jeden Fall wieder die Zugsicherung. Ja, gut, wir setzen uns jetzt hier hin. Ansonsten das gleiche wie vorhin auch. Den vom lasse ich auf. Füllen Sie den Richtungswender ein, um das Hauptpult zu aktivieren. Machen wir. Schlüssel ist drin. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Genau, da, nach vorne. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Machen wir einfach mal so eben. Haben wir, oh, schön. Sicher. Hier könnte jetzt auch keiner rausfallen oder so. Ja, wir setzen uns wieder hin. Ich bin ja artig. Also Türen wie gehabt, ne? In dem Fall jetzt hier drüber. Rechts, links, Mitte ist schließen. Alternativ U und Y. Wir drücken U. Jetzt sind die Türen noch offen. Sieht man ja hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, haben wir das. Dann warten wir, bis oben links die Fahrgäste eingestiegen sind. Und schließen die jetzt quasi. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Machen wir. Hier unten hat man die Scheibenwischersteuerung andauernd unregelmäßig. Jetzt geht er auch. Machen wir wieder auf aus. Machen wir nicht auf aus. Warten wir eben. So, jetzt ist er da, wo ich ihn haben will. Nämlich weg. Kann man auch, glaube ich, mit X. Ne, X war es nicht. C, V. V kann man den Scheibenwischer auch umstellen. Genau, aus. Nur am Rande nochmal. Instrumentenbeleuchtungsdimmer. Ja, die machen wir an. Türen schließen. So. Von hier aus werden Sie zur nächsten Haltestelle München-Leim geleitet. Ja, gut. Dieser Triebzug und mehr hat er nicht. Einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Die Bremsen sind derzeit betätigt. Bewegen Sie den Hebel über die Nullstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. So, noch hinzufügend, weil da wird er nicht drauf eingehen. Hier drüber haben wir eine Scheibenheizung zum Abtauen und an. Lohnt sich nur im Winter, weil sonst hat man hier Schnee und dann sieht man nichts mehr. So, Spitzensignale, Fernlicht, also Rücklichter, ist klar. Führerstandsbeleuchtung machen wir mal aus, an. Kann man mit Taste F auch machen, hat man vorhin nicht drüber gesprochen. Fahrgastraumbeleuchtung an. Das ist wieder PZB. Stromabnehmer heben. Hauptschalter schließen, damit wir Strom haben in der Karre, ansonsten ausmachen. Zum Entkuppeln, ne? Oder einkuppeln, muss man den Schlüssel hier ziehen, dort reinstecken. Zum Entkuppeln die Entkuppeltaste drücken und zum Verkuppeln weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. So, das noch am Rande. Hier drüber kann man dann theoretisch die Innenlautsprecher und Außenlautsprecher betätigen. Macht er jetzt nicht. Hier haben wir die Notbremse. Ja, das ist alles, was man so wissen muss, denke ich. Ich weiß nicht, ob hier unten noch was dran ist. Spielt auch keine Rolle. Ansonsten gibt es natürlich überall noch so Rollos und Sonnenblenden, wie hier, hier. Hier oben hat er auch noch eine. Ja, so, haben wir auch. Und jetzt geben wir mal Gummi. So. Auf 50, Wechselblinken ist aus. Beispielsweise muss man dann jetzt hier auch bestätigen, also mit wachsam, dass man die 60 gelesen hat. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten.
So, haben wir wieder ausgemacht. Sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Ja. Bremsbereich sieht man übrigens auch an dem gelben. So, habt ihr das auch mal gesehen. Wunderbar. Die Farbe ist auch von Zug zu Zug unterschiedlich. Ich weiß nicht warum. So wie die... Aber ist okay. So. Das war es dann eigentlich auch schon. Mehr gibt es da nicht viel großartig zu sagen. Ja. Zugzielanzeigen. Genau, die kann man hier bei FIS einstellen im Übrigen. Und da steht München Ost drauf. Gehen wir mal auf Route einfügen. Machen wir Zugverband. Das ist der gesamte Zug. Hoch und runter. Dann haben wir mal Deisenhofen. Enter. Zack, steht hier Deisenhofen. Habt ihr dann jetzt auch mal gesehen. Löschen kann man... Okay, kann man nicht. Warte, wenn ich Zugverband und Löschen drücke? Ne, macht er nicht. Und mit GG wieder zurück ins Grundbild. SPG, keine Ahnung. Wir haben noch 1,8 Kilometer. Okay. Zug. Weiß ich nicht, was der mir hier anzeigt. Zugnummern. Hm. Ja, nur so am Rande, damit man das auch mal gesehen hat. Und ja, wir dürfen auf jeden Fall Gas geben. Sind ja sogar in dem Fall LZB geführt. Wie ihr oben seht. Und halt gerade auch am Ü erkennen könnt. Ja, V-Max steht hier oben, 140. Lautsprecher. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher ein wenig. Zu kommen. Machen wir doch gerne. In 610 Metern sind wir auch am Ziel unserer Reise. Ja, und zum Zug anhalten und so weiter, da muss man sich halt rantasten. Das ist dann Spielerfahrung. Beispielsweise den Triebwagen, wie ich jetzt selten gefahren habe, kann seinerfalls sogar gleich am Bahnsteig vorbeirauschen. Ich weiß es nicht. Ich hau jetzt mal 100% drauf. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Sieht gut aus. Ja, könnte gut gehen. Ja. Ach ja, Sifa-Pedal ist ein, hier unten sieht man jetzt gerade auch, ist das Fußpedal hier unten. Ja. Boah, jetzt komm, halt doch endlich an. So. Sag ich ja. Und zack, sind wir sogar noch vorbeigerutscht. Auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Wie gesagt, Türen hier. Alternativ Y und gut ist. Türen sind offen. Warten und dann Türen wieder schließen. So nach 20 Jahren. Hier Leim. Es ist Zeit zum Losfahren. Gut. Schließen Sie die Türen. Haben wir schon. Okay. Fahren Sie diesen Zug dieses Mal ohne Anleitung zur nächsten Haltestelle München-Hirschgarten und testen Sie einmal, wie Sie klarkommen. Ja, kriegen wir das gerade eben hin. Ja. Und hier seht ihr auch schon wieder am blauen Streifen. Also der rote Punkt auf dem HUD. Der zeigt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. Und der blaue zeigt mir eigentlich die LZB. Danach richtet der Zug. Und dann wird er automatisch abgebremst. Selbst wenn ich jetzt Vollgas gebe, müsste der jetzt langsamer werden. Okay. Klappt nicht.
Er haut mir sogar eine Zwangse rein. Interessant. Habe ich so noch nicht gehabt. Interessant. Interessante Sache. Habe ich so echt noch nicht gehabt. Bremst er den jetzt automatisch ab? Ne. So, aber wir haben da vorne auch ein rotes Signal, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So. Sollten wir natürlich nicht drüber rutschen. Und ja, ich denke, dann sind wir jetzt hier auch mit den Dingern durch. Boah. So. Ja, also ihr seht es selber. Die Kiste habe ich keine Ahnung von. Muss man sich halt rantasten. Wahrscheinlich. Nee, hat gereicht voll länger. Das ist schon mal gut. Das sollte eigentlich eine 8 ist genau, freie Sicht. Hier sieht man einen ICE. So. Gut. Wir haben es geschafft. Türe kann man wieder schließen, denke ich. Mal abwarten, was er sagt. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, okay. Und damit sind wir durch. Meister von München. Wow. Wir haben vergessen, den Zug uns von innen zu gucken. Fällt mir gerade so auf. Aber ist auch egal. So, Einführung haben wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und damit haben wir dann die Einführung, ich glaube München-Augsburg war das, ne? Genau. Abgeschlossen. Ja, und in der nächsten Folge, die wird... Ja, ich muss mal gucken, je nachdem, wie lange das jetzt gedauert hat. Entweder heute noch online kommen oder auch am Samstag gegen Abend fahren wir dann eine Runde... Oh, ich habe aber viele Züge hier zur Auswahl. Wirklich viel. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, und dann fahren wir... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem ICE und dem anderen ICE3? Ich habe keinen gesehen außer der grüne Streifen. Es gibt ja noch einen. Hier auf Köln-Aachen. Nehmen wir mal hoch. Ah ja, und ich habe noch eine Lok, die neu ist. Genau, aber da ist jetzt die nächste Frage. Wo ist die denn? Ich habe ja noch irgendwo eine G6. Auf welcher Strecke, zu welcher Strecke gehört die denn? War das Rosig Nord? Ich glaube Rosig Nord. Nee. Mein Spessartbahn? Mein Spessartbahn habe ich zwei neue Trainings. Nee, genau. Die waren einfach nur fehlerhaft, ne? Genau, die waren fehlerhaft. Wir hatten mal gemacht. Mhm. Hier nehme ich. Mein Spessartbahn. Rhein-Ruhr-Osten. Training. Ach, die G6-Einführung. Och, das ist nochmal eine Extra-Folge. 25 Minütchen dauert der Spaß. Ja, die machen wir nochmal einzeln. Weil die G6 habe ich jetzt auch. Da werden auch nochmal einzelne Folgen zu kommen. Denke ich. Oh, sind sogar 15 Szenarien hinzugekommen. Wie ich das sehe. Na, also. Das ist cool. Da haben wir also wirklich noch viel Spaß. Wenn ich das sehe, das sind dann so schöne Samstagsfolgen. Oder Sonntagsfolgen. Müssen wir mal gucken. Die sind auf jeden Fall schön lang. Ja. Das wird also noch eine eigene Staffel sein. Ansonsten wollen wir jetzt zurück zum ICE 3, ne? Also dann haben wir hier den normalen ICE. Im Fahrplan. Huch, wenn er den mal geladen hat. Das ist eigentlich egal, welche Tour wir nehmen. Haben wir dann den Konsorten. Wo ist jetzt der Unterschied? Außer die Lackierung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Wo der Unterschied ist. Aber ist okay. Ich kann die Lackierung nicht ändern. Der hat andere Frontscheinwerfer. Das sehe ich. Der ist anders gebaut. Also andere Scheinwerfer drin. Aber ansonsten, keine Ahnung. Naja, gut. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch mal ein Like. Wenn nein, macht es trotzdem.
Nein, Spaß. Nee. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann auch gerne mal einfach die Glocke klingeln lassen. Dann habt ihr auch regelmäßig neuen Kram von mir in eurer, ja, in euren Vorstellungsgedönse da. Alternativ auch ein Abo da lassen. Ja, wie dem auch sei, ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon morgen, ne? Man sieht sich. Euer Bauer sein. Tschüssi.